Dann hast du dir am Ende einen Sack voll Credits verdient. Sack? Wo ich hier Sachen... Fuck you, hab ich mich erschrocken. Da ist man ein paar Minuten länger im Spiel. Gibt's doch GTA? Wo ist GTA? GTA! Warten Sie, das Ding... Mach die Straße frei jetzt! Jetzt geh an, du blödes Ding. Ah, jetzt geht's. Soll ich treten? Das Ding ist heil, der Derby. Weißt du immer noch nicht, in welches Auge ich gucken soll? Bitte? Ja, Sie haben eine Augenklappe. Guck ich auf das, was zu, so das, was offen ist. Natürlich in das, was offen ist. Liebe Stoppschild, es tut mir so leid. Ich bin so klein und du super groß. Ich fahre nie wieder drüber. Das mache ich mich froh. Und Herr Dörpel lässt mich gehen, ohne Strafe. Oho, komme nie wieder, hole den Schein. Deswegen gehe ich jetzt ganz allein. Dave zahlt die Strafe, Dörpel lässt mich gehen. Das war so schön. Das war schön. Na, von mir aus. Wie viel XP gibt's dafür? 3. Halt an jetzt! Nein! Bevor du wen gefährdest und wir dich pitten müssen! Ja, das sehe ich, wie vorsichtig du fährst. Aber ich habe Blaulicht und Signalanlage. Deins ist aber nicht laut. Unser Fahrer hat den Führerschein auch im Lotto gewonnen. Ja, das glaube ich. Und das soll Mode sein, oder was? Vor dem Aufbruch noch Zeit für ein Nickerchen? Was willst du mir damit sagen? Hast du vor? Ja, wollen wir gleich mal. Oh, okay, ich hab gedacht, das gefällt dir. Jetzt denke ich gerade drüber nach, ey, oder muss ich schon wieder gehen? Es ist doch zum der Ding jetzt. Ja. Komm ich Taschengeld? Nein, du kriegst kein Taschengeld. Warum krieg ich denn nie Taschengeld? Weil ich nicht dein Vater bin. Aber, was sagst du mir jetzt? Nach wie vielen Jahren hast du mir das schon verheimlicht? Ich sag dir das jedes Mal, wenn du mich anrufst. Was sag ich mal? Unnötiges Drama? Ja. Das sag ich Mama. Ah, Mensch. Der Schweizer Käse. Was hast du da am Kopf? Was bei mir, ne? Gab's heute Tomatensauce? Spaghetti mit Tomatensauce, oder? Lass nicht drüber reden, dass der Sprechfunk eigentlich auch voll blutig sein müsste, so wie der gespritzt hat. Also das war ganz komisch, Alter. Ich sehe da nur weiße Flecken an den Handschuhen. Also. Ist so. Gut. Okay, jetzt ist genug gekickt. Was denn? Er war essen, der hat Nudeln mit Tomatensauce. Ja, ich sehe das auch. Tomatensauce ist es. Aber Basilikum ist auch noch mit dabei. Alesiakum. Basiliakum! What the fuck? Und ich habe keine Waffen verwendet. Ich fordere Sie sofort, die Waffe fallen zu lassen. Ansonsten werde ich meinen Taser einsetzen. Okay. Die haben den in der Park aus dem Raum rausgebracht. Finde ich sehr gut. Alter! Wiederkäuer. Was? Das ist Academy Day und ich dachte, ich möchte mein Leben verändern. Jetzt, wo ich aus dem Gefängnis gekommen bin, und kann ich Polizei sein? Nein. Blöder Wichser, dann bleib ich ein Kriminell. Ah, ich hab überhaupt einen Sprudel ins Auge gekriegt. Ey, du schaffst es aber auch immer wieder, ne? Ah. Du hast eine Brille auf. Du hast letzte Kaffee mit mir getrunken und da hat's ja auch ins Auge Parker, gespritzt. Holst du den Fix rein? Ja, es spritzt halt öfters ins Auge, okay? Wir haben noch Greenfeld und Van Schevening. Schwenningen. Schweningen. Schwengelengelingen. So bist der von Schwengel. Seit wann habt ihr Schmetterlinge, Herr Jürgens? Okay, Doktor, können Sie die Dose die ein bisschen Dose runtersetzen? Etwas, ja. Ich bin ein Schmetterling. Flatter, 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 flatter. Ich sollte es also lieber nicht als Kühlerfigur verwenden? Hey, sorry. Ich wusste einfach nicht, was es ist. Wegen Parken und sowas, sollen wir das ignorieren oder können wir da auch regellos einen abschleppen, wenn Leute falsch packen? Vielleicht ausnahmsweise an einem Abend mal nicht die Karen spielen. Das verletzt mich jetzt. Du hast angefangen. Oder? Ich liebe dich dafür, ne?
hat mir seit Wochen schon auf der Seele gebrannt. Reagiert haben, jetzt in ihre bepisste Hut reingefahren sind und nehmen jetzt die Arme hinter den Kopf. Ein Moment, da muss ich dazugrätschen. Wir haben keinerlei Aufforderung von ihm bekommen, dass wir rechts ranfahren sollen. Wir haben allein schon, dass wir das Signal anmachen, die Hupe, heißt schon, dass sie rechts ranfahren sollen. Sind vor uns weggefahren. Nein, bin ich nicht. Ich werde jetzt hier nicht weiter diskutieren, Sir. Nehmen Sie die Arme hinter den Kopf und dann werden Sie mit ins PD genommen. Nein, warum denn? Wofür denn? Was willst du denn jetzt von mir, Alter? Sie festnehmen. Nein, warum denn? Weil Sie zu schnell gefahren sind und vor uns weg. Begreifen Sie es immer noch nicht. Ach so, und ihr wisst hundertprozentig, dass das Fahrzeug war, weil es davon auch nicht hinten auf dem Parkplatz noch einer steht. Noch ein anderer durch die Straße fährt, etc. oder was? Richtig. Lieber 50, wenn du nur einen kleinen hast. Beispiel. Kaliber 50 darfst du nicht, wenn du einen kleinen hast. Musst du beim Einkaufen musst du einen Pimmel noch vorlegen. Habe ich mein After the Burial Shirt neu geschneidert. Quasi einen Tanktop draus gemacht, ne? Schicker BH. Ja, mehr oder weniger. Bauch guckt unten auch ein bisschen raus, ja. Er rutscht aus. Ja. Genau so hat es mich auch im Urlaub hingeknallt. Who is this? Ein Borgman. Who's that? Ich hab gedacht, der fällt jetzt gleich den Baum da hinten. Die sind aber brutal eng beieinander. Dann hat halt ein Kind zu mir gesagt, halt deine Fresse. Sveto. Ja, okay, entschuldige bitte. Ja, genau, steig hinten ein, ne? Ist eh ist nicht so, dass ich. Ja, perfekt, Alter. Was ist denn das für ein Scheißauto? Ist ja nicht gerade, dass ich bei der Werkstatt war. Ach, halt die Fresse. Wieso kann steig ich jetzt nicht einsteigen? Die Tür klemmt. Ah, was ist denn jetzt? Scheiße, Alter. Ich sehe schon bei euch, Leute. Hör doch auf jetzt! Du nimmst einfach. Du bist am Fahrersitz, deswegen. Komm zur SAP. Frage, Captain, verstehen Sie Ihren Steigenpartner eigentlich? Oder? Ja. Der soll mal seine Fresse halten, der Trottel. Sollst du deine Fresse halten, der Trottel? Ah, jö, grüße, mal vorkochen. Oh, mal. Ich hab sogar angekündigt, ich hab sogar Taser gesagt. Und sie ist aufs Auto rausgestiegen, es war ein versuchter Fluchtversuch. Pam gerechtfertigt. Leck mich am Arsch, du Bitch. Selber Bitch. Ich hab sie gemeint, nicht dich. Achso. Irre. Achtung! Grüße. Falle? Na, das wird ja was. Schnacke! Was haben wir denn hier? Okay. Gut. Würden Sie sich mal ein bisschen zusammenreisen gerade? Wie ist Ihr Name? Kopernikus, Sir. Kopernikus! Nur weil du Amerika entdeckt hast, heißt das nicht, dass du hier im Appellraum einfach jemand anders schlagen darfst. Ach nee, das war Columbus, ne? Ja, kommt dasselbe mit der Nase. Ja. So, war da mal hier Rezo oder was? Nein, Sir. Was denn dann? Einen normalen SAP-Beamten, Sir. Einen normalen SAP-Beamten mit blauen Haaren. Ich kann auch gerne die Haarfarbe ändern, Sir, wenn Sie das wollen. Ohne rum, bitte. So, was haben wir hier? Wolfschwein oder was? Ja, Sir, ich warte nur auf die SA-53, Sir. Mhm. Wenn die nochmal verbeult ist, verbeult ich sie. Sag ich Ihnen, wie es ist. Was ist hier? Die kleine Schwester von Reefed oder was? Negativ, Sir. Sondern? Haben Sie auch einen Namen? Kadett! Ja, Sir, Thomas Collins. Thomas Gottschalk, gut. So, was haben wir hier? Kadett Chambers, Sir. Aha, der Kammerjäger. So eine traurige Truppe. Haben die sich angestrengt heute? Die waren auf jeden Fall da. Sie waren da. Sie haben Potenzial gezeigt, Sir. Sie haben Potenzial gezeigt zur Verbesserung, oder was? Korrekt, Sir. Aha. Bloß eine Anwesenheit brauchen Sie hier nicht anfangen, ne? Bisschen Anwesenheit und dann kriegen Sie irgendwie einen Mitwachbonus, gibt's hier nicht. Wir sind nicht mehr in der Grundschule. Hier gibt's keine Bundesjugendspiele. Was ist los? Ja, richtig, außerdem kassiere ich den. Der nimmt sich alle mitgemacht Preise mit. Sollten mal seinen Spind sehen. Erhebet den Arm zum feierlichen Gebet. Ob der euch ins Gehirn geschissen hat, das geht so! Rezo, Arm hoch! Ist bereits oben, Sir. Da sehe ich aber nichts von. Jetzt legt er sich hin, ich glaube, ich spinne. So, und jetzt sprechen Sie mir nach. Wenn das hier irgendein heilloses Durcheinander gibt, dann gibt's aber Klatsche von links bis rechts. Wenn das hier ein heilloses Durcheinander gibt, gibt's aber Klatsche von links nach rechts. Ja, einer hat's verstanden. So. Einer hat's verstanden. Ich, ein Mitglied der San Andreas Highway Patrol. Ich ein Mitglied der San Andreas Highway Patrol. Das ist ein heilloses Durcheinander, jetzt wird geklatscht, ihr Ficker! Au! Ich, ein Highway.
Ich, ein Mitglied der San Andreas Highway Patrol. Wer lallt denn da so? Und warum höre ich von dir nichts? Jetzt besser. Columbus, ärger mich nicht. Übrigens, das sind auch die Worte, die unsere Brüder auf dem Festland sprechen, ne? Ja, Sir. Also, andächtig. Ich will ein andächtiges Gesicht sehen. Wieso haben die eigentlich alle die gleichen Sonnenbrillen auf? Ja, das haben wir uns auch schon gefragt, Sir. Okay, Parker? Ich habe eine Frage. Sie haben gesagt, die Brüder, aber ich bin Einzelkind. Am Start von San Andreas. Total reingeschissen. Sag mal, die kleine Schwester, die ist hier nur am Lallen. Ich leih nicht, Sir. Ich leih nicht, ja.